Lingue originali. Wilhelm Busch è il creatore di due personaggi, due ragazzini terribili, Max e Moritz. Dicevo nell'introduzione alla puntata precedente, la prima che abbiamo dedicato con Nadia Meroni a Busch, che questi due personaggi starebbero benissimo in un episodio delle Simpatiche Canaglie, serie televisiva di molti anni fa, che invito soprattutto i più giovani a scoprire andando a cercare Le Simpatiche Canaglie su YouTube. Max e Moritz mettono a dura prova le persone con le quali vengono a contatto con i loro scherzi terribili, diciamo pure oltre il confine della cattiveria. La scorsa settimana abbiamo ascoltato il primo, si intitolava Le galline della signora Bolt, che muoiono appese ad un albero. Ho esteso un po' il titolo traducendolo dal tedesco all'italiano. Oggi il secondo, e parliamo ancora di galline, anzi di polli arrosto, perché Max e Moritz, ebbene sì, li vanno a rubare. Birichinate di due adolescenti inventati dalla penna di Wilhelm Busch. Il secondo scherzo, dalla voce di Nadia Meroni, nella puntata dedicata alla letteratura tedesca di lingue originali. Buon ascolto. Zweiter Streich. Als die gute Witwe Bolt sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hinnieder, schon so früh abgeschieden, ganz im Stile und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Erde lagen. Sie, die einst in schönen Tagen, bald im Hofen, bald im Garten, lebensfroh im Sanden schachten. Ach, Frau Bolton weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rohren dieses, schnell auf das gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgel lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von den Sauerkohle eine Portion sich holen, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dachen ist man tätig bei der Saar. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn herausgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer zwei. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer drei. Und jetzt kommt noch Nummer vier. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sah es genau und er bellt. Wow, wow. Aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wacht, ich komme hin. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Weggeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecken schnarchen, aber an der Hecke und vom ganzen Hühnerschmaus guck noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Grazie a Nadia Meroni per averci tenuto compagnia con la lettura in lingua tedesca. Lingue originali è in onda su Caffè Italia ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 22, con le più belle pagine di letteratura lette nella lingua madre dei rispettivi autori. Il venerdì sera Marco Piovaz legge in lingua inglese, il sabato sera Nadia Meroni in lingua tedesca, la domenica sera Barbara Marchand legge in lingua francese. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Lingue Originali su Caffè Italia, il caffè letterario in radio e podcast dalla Roma italiano e non solo. Lingue originali.